So, der erste Druck eines Kalibrierungswürfels. Ich habe zuerst ein Gerät bekommen, das leider defekt war. Ich muss sagen, die Firma Presser hat es anstattslos gegen ein Neugerät sogar ausgetauscht. Und diesmal scheint es wirklich zu klappen. Er druckt das, was er drucken soll, auch in der richtigen Position. Vorher war irgendwie mit der X-Achse irgendwas nicht in Ordnung. Der hat er nicht richtig gefahren. Schauen wir mal, was ich bei dem Gerät gut finde. Er hat eine automatische Z-Achsen-Kalibrierung. Er fährt an drei Punkten auf das Brett runter, misst den Abstand und nivelliert sich so durch selbst. Wie gut das funktioniert, werden wir sehen, wenn das Ergebnis rauskommt mit der Z-Achse. Bisher druckt er ganz ordentlich. Ohne Vorkalibrierung mal einfach einen Test würfeln und danach kalibrieren wir ihn mal. An Zubehör wurde das mitgeliefert, eine SD-Karte mit einem USB-Adapter, um die Modelle hier auch per Karte auf den Drucker bringen zu können, ein Klebestift, ein kleiner Goldschraubenzieher, ein Schraubenschlüssel für die Ersatzdüse, die sie mitgeliefert haben, und drei Imbusschreiben, eine Kurzbeschreibung und noch Garantiepapiere etc. Ja, der Druck liegt in den letzten Zügen, das X kann man schon erkennen. Man muss natürlich jetzt zwischen der Beschriftung Y und Y messen, um die X-Achse oder die X-Werte rauszukriegen. Entsprechend umgekehrt, und die Z, die ist die einzig richtige. Messen werden wir mit so einem schönen digitalen Messschieber. Mal schauen wir, was rauskommt. Haben soll der Würfel 20 x 20 x 20 mm. Ganz genau. Schauen wir mal, wie genau es ist, ohne jetzt restliche Kalibrierungen. Hier ist das Display. Das ist für die SD-Karte. 45 Minuten sind angegeben, 43 hat er jetzt rum. Auf der Seite hat man die Stromversorgung und den Anschluss für USB. Und das Teil ist auch WLAN-fähig. Ich habe allerdings das WLAN noch nicht installiert. Ich wollte jetzt gleich mal ausprobieren, ob der Drucker funktioniert, weil den anderen hatte ich ja, wie gesagt, eingeschickt. Der Druck ist fertig. Die Z-Achse fährt nach oben. Das magnetische Druckbett fährt er nach vorne. Das ist ja schön, da kann man es leichter rausnehmen. Ja, wie gesagt, ein magnetisches Druckbett wie bei vielen. Das ist der gedruckte Würfel. Nicht stören lassen unten, das ist nur, damit es besser haftet. Das geht leicht ab. Ja, ganz brauchbar. 20 mm sollten wir erreichen. 19,96 in X, 20,01 in Y und 19,98 in Z-Richtung. Das ist für nicht kalibriert eigentlich ganz gut. Mitgeliefert wird eine ältere Version von Cura. Ich denke, das heißt jetzt WeBuilder 2.10. Kann man auch schon Octaprint mit anwählen und per WLAN am Drucker benutzen. Ich werde allerdings dann umstellen auf den normalen Cura. Ich hoffe, dass es funktioniert. Hier habe ich so ein kleines Döschen jetzt designt, in das man die Teile, die dabei sind, reintun kann. Ja, das werde ich jetzt das nächste Mal drucken, ohne jetzt großartig noch eine Anpassung zu machen. Hier sieht man noch mal ein bisschen diesen automatischen Kalibrierungsvorgang des Betts. Fürs Heating fährt er mal ein bisschen hoch. Ah, fängt an mit meinem schönen Aufbewahrungsbehälter. Diesmal habe ich nur als mit Skirt gemacht. Also er druckt nur eine Linie außen rum und dann müsste er gleich das Modell drucken. Ich werde mir auch aus dem Raspberry Pi einen Octaprint basteln. Die Software dazu habe ich schon. Den Pis habe ich hier eigentlich auch rumliegen, aber ich möchte einen Raspberry Pi 3 noch haben. Den muss ich erst noch bestellen. Und dann werde ich wohl das Ganze über Octaprint, über Seriell mal versuchen. Die WLAN-Schnittstelle werde ich mal austesten, um euch darüber zu berichten. Aber das ist für mich eigentlich zweitrangig. Ich habe nicht vor, über WLAN direkt zu drucken. Octaprint bietet mir da viel mehr und bessere Möglichkeiten. Was mich verwundert, ich habe das gerade gesehen, das Aufblitzen von diesem roten Teil. Das misst irgendwie den Abstand in der Z-Achse und nivelliert automatisch. Scheinbar nivelliert er sich auch während der Arbeit ständig nach, um hier auch den richtigen Abstand einzuhalten. Das wäre super.
erklärt auch, warum er in der Z-Achse keine große Abweichung hat. Ja, drückt gerade die Grundplatte. Ja, die Anleitung ist ein bisschen missverständlich. Auf der Webseite von Presse gibt am besten nur die 10.10.0.1 Doppelpunkt 88 mit einem Backslash ein. Wenn ihr da vorne HTTP macht, dann landet er immer irgendwo auf einer Webseite. Ja, und dann kommt ihr auf so eine Seite, da könnt ihr dann euer Netzwerk auswählen, habe ich schon gemacht, und das Passwort eintragen, und dann verbindet er sich und sucht noch nach anderen Netzwerken, wo man sich verbinden könnte. Wir haben jetzt Familie Janka. Damit sollte er eigentlich jetzt im Netz sein und irgendeine IP gekriegt haben. Schauen wir mal. In dem Programm, das Presse mitliefert, in diesem WeBuilder 2.1.0.1, kann man dann auch nochmal auf das Wi-Fi-Symbol gehen. Das sieht man hier oben. Da macht eine Seite auf und dann taucht auch wirklich der Raptor auf. Und ja, kann man ihn auswählen. Bin mal gespannt, was dann passiert, wenn man den auswählt. Ja, am besten dann auf Zusammenfügen. Jetzt wird eine Verbindung hergestellt. Verbindungsstatus verbunden. Druckerstatus ungenutzt. Temperatur 19 Grad. Ja, das schaut schon mal ganz gut aus. Da sind übrigens ein paar Informationen. Dann gibt es hier oben ja auch noch diesen Octoprint-Verbindung. Ah ja, da würde man direkt zum Octoprint drüber wechseln können. Allerdings habe ich es noch nicht geschafft hier, muss ich ganz ehrlich sein, irgendwie vom Octoprint oder auch vom Windows 10 Rechner eine serielle Verbindung über die USB-Schnittstelle herstellen zu können. Der Raspberry Pi sagt mir, dass er keine USB-Schnittstelle findet. Man hört zwar, dass er was tut, am Raptor piept es auch kurz, dann läuft er durch, probiert alle Baudaten aus, aber es passiert weiter heute leider nichts. Die Frage ist, könnte ich jetzt schon irgendwas dahin schicken? Werden wir nachher mal probieren. So, ich habe jetzt nochmal mein Testmodul geladen, wo ich die ganzen Sachen vom Presser einräumen will. Auf der Seite kann man dann auch mit einem Regler das Ganze mal gesliced ist. Sie anschauen, wie das Ganze gesliced wurde. Ja, Schritt für Schritt. Ja, und jetzt fahren wir nochmal die Verbindung rüber zu dem Drucker und verbunden ist und jetzt übertragen. Genau, dann wird dieses Modell wahrscheinlich dorthin übertragen. Schauen wir mal. Da läuft zumindest ein Upload-Vorgang. Eins noch, das Decode-Modell habe ich mit dem aktuellen Cura erstellt und dann hier geladen und lade ich das auch hier hoch, weil das aktuelle Cura einfach mehr Möglichkeiten bietet. Ich bin gespannt, ob das dann auch klappt. Ja, er hat einmal gepiepst. Schauen wir mal, was der Drucker macht. Jetzt heißt es erstmal hoch. Ja, 34 Grad ist da letzter Zeit lang. Am Display kann man diese Temperatur auch hier ablesen, die aktuell ist. Ja, er fängt dann auch zu drucken an. Schauen wir mal, was er macht. Ich kann wenigstens eines gleich sagen. Mit den normalen Cura-Parametern funktioniert dieser Drucker nicht, weil er ja am Anfang selbst die Z-Levelung macht. Man muss dann also den G-Code rüber kopieren aus einem G-Code-Modell für Anfang und Ende, damit er überhaupt diese Messungen macht. Aber das scheint zu klappen. Also wenn man das in Cura einträgt, und das zeige ich euch später noch in einem anderen Video, wie das geht und was ihr da eintragen müsst. Natürlich mache ich es euch auch downloadbar, beziehungsweise ich werde es als Text hinterlegen. Aber es scheint gut zu gehen. Dieser Drucker ist komplett neu, daher gibt es auch nicht viel zu finden. Einige Rezensionen bzw. Tests habe ich gefunden. Die einzige Seite, die zeige ich euch hier oben.